Herzlich willkommen zu 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Eine eurer Fragen war, wie kommt man zu Erfolg? Und ich habe mir gedacht, jetzt, kurz nach meiner Schweigemeditationswoche und nach einigen Monaten Germany's Next Topmodel, jetzt ist der richtige Moment, um über dieses Thema zu sprechen. Denn interessanterweise gibt es Parallelen zwischen Germany's Next Topmodel, meinen Erlebnissen und Erfahrungen dort und auch dem Schweigemeditationsretreat, das ich zuletzt an der Algarve genossen habe. Und das wird euch sicherlich wundern, aber ihr werdet verstehen, warum und wieso. Aber lasst uns zuerst einmal über Erfolg ganz grundsätzlich sprechen. Wenn ich euch frage, was ist Erfolg für euch, dann gibt es vermutlich so viele Antworten, wie es auch hier Zuseher und Zuhörerinnen gibt. Und weil wir einfach unterschiedliche Dinge als erfolgreich ansehen. Aber es gibt doch einige dasselbe Prinzip, sagen wir so. Nämlich, dass wir uns etwas vornehmen, dass wir etwas erreichen möchten, und dass es uns auch gelingt. Und das kann im Privaten sein, das kann im Beruflichen sein, das kann auf einer spirituellen Ebene sein. Aber es geht immer darum, wir haben eine Vision, ein Ziel und wir bewegen uns darauf zu. Und je mehr wir dieses Ziel erreichen, je mehr wir diese Vision auch leben, desto erfolgreicher fühlen wir uns. Und für mich war es immer so, dass ich als ganzer Mensch erfolgreich sein wollte. Das bedeutet, ich wollte nicht nur im Privaten erfolgreich sein, ich wollte nicht nur beruflich erfolgreich sein, ich wollte nicht nur spirituell oder in meiner Persönlichkeitsentwicklung erfolgreich sein, sondern ich wollte immer als gesamter Mensch erfolgreich sein. Und das ist vielleicht ein sehr hochtrabender Anspruch, aber für mich auch der einzige, der wirklich zählt. Denn es gibt ja sehr viele, die im Beruf erfolgreich sind, wenn wir uns dann deren Privatleben ansehen oder deren Ausgewogenheit mit sich selbst, dann bekommen wir ein ganz anderes Bild, dann fehlt der Erfolg. Und das ist für mich kein Ziel. Für mich war es immer wichtig, in allen Bereichen meines Lebens erfolgreich zu sein. Und genau um diesen Erfolg geht es auch, ganz egal, wie ihr eure einzelnen Bereiche definiert, was für euch wichtig ist, aber es geht mir auch in diesem Podcast darum, wirklich das ganze Leben erfolgreich zu machen, da ein Stück auch beizutragen. Und es gibt zwei ganz wesentliche Ingredienzien für Erfolg. Auf der einen Seite das Handeln, das Tätigsein, das sich selbstbestimmt auf ein Ziel zu bewegen. Und auf der anderen Seite das bewusste Innehalten, das Stillstehen, das in sich hineinhören. Das eine ohne das andere ist wie ein Yin, dem das Yang fehlt, oder ein Yang, dem das Yin fehlt. Das heißt, immer in der Aktivität zu sein, das blutet uns nur aus. Das ist aber etwas, das heute in unserer Social-Media-Welt vor allem auch suggeriert wird, dass das notwendig ist. Dass es immer noch etwas Besseres gibt. Dass wir zwar etwas haben, aber dass dann noch etwas anderes sein könnte. Und deshalb sind sehr, sehr viele in dieser ununterbrochenen Aktivität, auch deshalb, weil wir auf Social-Media ja auch ein aktives Leben zeigen wollen und müssen, um unseren Erfolg darzustellen. Und ich kann mich erinnern, ich habe sehr früh begonnen, mit 25, 26 Seminare zu halten. Und ich kann mich erinnern, eines dieser ersten Seminare, Business-Seminare, es war dreitägig, nur für Frauen. Und eine der Frauen, die viele Jahre älter waren als ich damals, hat dann gesagt, Martina, du hast so ein großartiges Leben bisher gelebt, du könntest schon ein Buch darüber schreiben. Und da war ich halb so alt wie jetzt. Und das war tatsächlich so, dass ich von einer Attraktivität des Lebens zur anderen
gezogen bin, dass ich mich nirgends aufgehalten habe, dass ich das auch lange Zeit das Gefühl hatte, ich habe mein Leben en passant gelebt, das heißt im Vorübergehen, und habe mich also nirgends, habe die Lehren gezogen, ganz schnell, aber habe mich nirgends aufgehalten. Und bis zu dem Moment, wo ich einfach mir bewusst wurde, dass ich in mich eigentlich immer im Kreis drehe. Es ist nicht wie eine Spirale, die dann nach außen und nach oben geht, sondern es ist ein sich im Kreis drehen, wo ich immer wieder am selben Ort beginne, auch wenn es vielleicht an einem anderen Ort ist, aber trotzdem immer wieder derselbe Startpunkt ist. Weil ich eines nicht gemacht habe, nämlich stillhalten. Still werden und innehalten und sehen, was hier überhaupt in mir ist, welches Gewicht ich in dieser Welt überhaupt einnehmen möchte, was ich hier wirklich aus mir heraus in diese Welt hineingeben möchte. Wie viele hatte ich einfach die Sorge, dass wenn ich einmal stehen bleibe, dass ich zurückfalle, dass ich nicht mehr im Rennen bin, dass ich einfach, ja, dem Erfolg einfach, dass ich den Erfolg einfach verlieren würde, den ich jetzt augenscheinlich hatte. Und so kommt es dann bei vielen, das endet dann im schlimmsten Falle beim Burnout oder in einer Sinnlosigkeit, wo man einfach das Gefühl hat, dass man immer nur läuft und läuft und läuft und nie zum Ziel kommt. Bei mir hat dieses Gefühl schon sehr früh angesetzt, dass es notwendig ist, einmal Stille zu halten. Ich habe das auch bewusst gemacht. Ich habe eine Tochter bekommen, die mich schon einmal zur Ruhe gezwungen hat. Ich habe eine Beziehung begonnen, die mich ebenfalls gehalten hat. Und jetzt war ich dafür bereit, auch tatsächlich ganz und gar in diesen Moment zu gehen, ohne an den nächsten Tag zu denken. Das bedeutet, dieses Vertrauen zu haben, dass alles gut wird, dass das Leben mich leitet, wenn ich ganz und gar in mir bin und einfach nur das mache, was jetzt als nächstes ansteht. Und das war interessanterweise die Aufgabe bei Germany's Next Topmodel. Denn dort hatten wir nur die Möglichkeit, uns selbst in dem jeweiligen Moment zu kontrollieren. Wir wussten nicht, was am nächsten Tag passiert. Wir wussten nicht, welche Aufgabe gestellt wird. Wir wussten also nicht, was auf uns zukommt und wie wir uns optimal darauf vorbereiten können, außer durch ein bewusstes Sein in dem Moment, dass wir mit uns gut umgehen, um dann wirklich sowohl körperlich als auch geistig fähig sind, die Aufgabe zu lösen. Und zwar so, dass wir dann in die nächste Runde kommen. Das heißt, hier war dieser Fokus auf den Moment immer noch so, dass wir mit dem Ziel behaftet, dass wir nach außen dann agieren und dieses Agieren erfolgreich sein wird. Und ich sage euch, hätte ich das Meditieren damals schon gekonnt, dann wäre meine Zeit bei Germany's Next Topmodel noch gelassener, noch ruhiger und noch erfolgreicher gewesen. Warum? Weil ich einen Ankerpunkt in mir gefunden hätte, einen Ruhepol, um mit voller Kraft aus diesem Ruhepol hinauszugehen und dann diese Aufgaben zu erledigen. So jedoch habe ich zwar abgelassen, mir Gedanken zu machen über das, was morgen passiert,
Aber ich habe diese Verknüpfung in mir selbst und diese Festigkeit nicht gehabt. Und diese Qualität, diese Festigkeit, dieses tief in mir verankert sein, das habe ich in dieser Schweigemeditationswoche für mich wieder neu entdeckt. Denn ich hatte es schon, ich kann mich erinnern, schon als Kind, aber wenn das Leben dann sehr voll wird, dann vergessen wir das oft. Das bedeutet, es könnte auch sein, dass du das schon kannst und einfach in der Zwischenzeit verlernt hast. Für mich ist diese Schweigemeditation also tatsächlich die andere Seite der Medaille von Germany's Next Topmodel, wo auf der einen Seite bei GNTM ich schon die Möglichkeit hatte, eben abzulassen von der Sorge um das Morgen, um dann eben stark nach außen zu agieren. So ist jetzt dazu gekommen, das Ablassen um die Sorge um das Morgen und plus nicht mehr die Notwendigkeit zu haben, nach außen zu agieren, jemandem zu gefallen, sondern einfach nur mich mit mir selbst zu verbinden, mein eigenes Gewicht in dieser Welt zu spüren, und zwar dadurch, dass ich sitze. Ein physisches Stillhalten, das auch den Geist nicht in die Stille bringt, denn als Menschen sind wir so gut wie immer geistig tätig. Das ist also wirklich schon die hohe, hohe Kunst. So weit habe ich es nicht gebracht. Aber dass wir zumindest den Geist beruhigen, dass wir durch dieses ruhige Sitzen, das körperliche Stillsein, auch den Geist harmonisieren, Gedanken aufsteigen lassen und wieder ziehen lassen, nicht dranhängen, nicht uns hineinknien, sondern einfach dieses Weitergehen. Das heißt, diese Schweigemeditation hat bewirkt, dass ich mir meines eigenen Gewichtes in dieser Welt bewusst geworden bin, indem ich mein eigenes Gewicht tatsächlich physisch verankert habe in dieser Welt. Denn durch diese aufrechte Haltung, in der wir gesessen sind, wo unser Zentrum wirklich am Boden verankert war, war das etwas, wo wir, und gleichzeitig offen, also in dieser geöffneten Handhaltung, aber auch dadurch, dass wir im Schneidersitz gesessen sind, also mit verschränkten, offenen Beinen, eine sehr, sehr offene Haltung, um einfach einerseits verbunden mit dieser Welt zu sein, aber andererseits auch vollkommen zentriert in uns. Und das hat dazu geführt, dass ich mir auch dieses Gewicht in dieser Welt, meines eigenen Gewichts in dieser Welt und auch dessen, was in mir ist, noch viel stärker bewusst geworden bin. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich mit allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen dieser Meditationswoche teile und wo ganz erstaunliche Heilungserfahrungen auch bei manchen sich gezeigt haben. Nämlich zum Beispiel, dass einfach Schmerzen, die lange, lange Zeit im Körper waren, dass die befreit wurden, einfach weil wir nicht mehr die Notwendigkeit hatten, weil wir in dieser Woche nicht die Notwendigkeit hatten, uns nach außen zu begeben, sondern einfach einmal uns nur mit uns selbst wieder ins Reine zu bringen und zu harmonisieren und uns eben dieser Gewichtigkeit unseres Körpers und der Wichtigkeit unserer selbst in unserem eigenen Leben bewusst zu werden. Was das Ganze noch unterstützt hat, war einfach dieser Rhythmus, den wir durchgehalten haben als Gruppe, nämlich in der Früh gleichzeitig aufzustehen, dann 1 Stunde 40 Minuten die erste Meditation, das heißt 3x25 Minuten Sasen, sitzen, dazwischen 10 Minuten gehen und auch das im Rhythmus des Atems. Und das bedeutet, in 10 Minuten sind wir manchmal nur 5 Meter weit gekommen oder noch kürzer, weil einfach jeder Schritt
bewusst gesetzt wurde. Und dieses vollkommene Zurückbringen des Bewusstseins in den eigenen Körper hat etwas so Heilsames, etwas so Erdendes, etwas so Entspannendes, dass du danach wirklich so, als ob du sämtliche Energie, die du immer wieder im Kontakt mit außen hinausgehst, gibst und deshalb auch zum Teil verlierst, das zieht sich alles wieder in dich zurück. Und du kommst dann heraus aus dieser Woche mit einer unglaublichen Kraft in dir. Jetzt kannst du fragen, okay, brauche ich jetzt unbedingt eine Woche dafür und muss ich unbedingt mit anderen gemeinsam meditieren? Und ich sage, für mich war das sehr, sehr lange Zeit der Fall. Ich kenne die Meditation ja schon seit langer Zeit, aber ich hatte nie die Geduld, alleine zu sitzen. Wenn ich gemerkt habe, also mit anderen gemeinsam, da war ich angebunden, da habe ich dann gesehen, okay, die anderen sitzen noch, also halte ich auch noch durch. Die anderen, die bewegen sich vielleicht rechts und links, der Partner von mir bewegt sich, also ist auch noch nicht, hat auch Schwierigkeiten beim Sitzen. Deshalb, okay, muss ich mit mir auch nicht so streng sein. Das bedeutet, die anderen haben mich immer sehr gehalten, auch in den Meditationserfahrungen davor. Ich habe jetzt aber bemerkt, nachdem ich zurückgekommen bin, dass die Qualität der Meditation für mich besser ist, wenn ich es alleine mache, weil ich eben nicht abgelenkt bin, weil ich eben nur bei mir bin, weil ich eben wirklich ganz noch viel mehr zur Ruhe komme. Und deshalb, nein, du brauchst die anderen nicht, obwohl ich mir auch überlegt habe, einfach mein Meditieren über Zoom öffentlich zu machen, und wer auch immer das möchte, kann sich dann einklinken. Wenn ihr also Interesse an so einer Gruppe habt, dann lasst mich das gerne wissen. Ich werde dazu noch eine Umfrage machen. Es ist nicht so, dass ich hier eine Zen-Masterin bin. Es ist nicht so, dass ich das anleiten würde, sondern es ist nur eine Einladung, einfach gemeinsam diese Meditation zu machen für alle diejenigen, die daraus einfach mehr noch Gewinn ziehen und für die es leichter ist, das Ganze zu beginnen. Das bedeutet, Erfolg besteht aus diesem Hinausgehen und Agieren, aber basierend auf dem Bewusstsein, das wir erlangen, durch das in uns hineingehen, durch die Ruhe, durch die Schwere, die wir dann auch empfinden können in diesem Sitzen, um uns dann wieder mit dieser Kraft hinaus in die Welt zu bringen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest dich dem annähern, du bist vielleicht auch noch jung und fühlst dich zu jung hier, um jetzt die Meditation so richtig anzugehen, oder hast Sorge, dass dir dann eventuell deine Beine wehtun oder was auch immer, dann probier es doch so. Nimm dir idealerweise am Beginn des Tages 15 bis 20 Minuten. Das bedeutet, du müsstest eventuell 15 bis 20 Minuten früher aufstehen. Suche dir einen Ort bei dir zu Hause, wo du sitzen kannst. Ein ganz normaler Sessel. Kreuze vielleicht zu Beginn, zumindest ein Bein, schiebe es unter das andere. Ich sitze auch hier auf meinem Sessel hier immer mit einem Bein unter dem Po angewinkelt, einfach deshalb, weil ich dadurch automatisch aufrechter sitze, als wenn ich nur im Sessel drinnen sitze mit beiden Beinen am Boden. Das könnte auch eine Möglichkeit sein für dich, dich einfach in diese aufrechte, ruhige Haltung zu begeben. Dann schau gerade nach vorne zunächst, achte auf eine gerade Kopfhaltung und dann richte den Blick so etwa 45 Grad nach unten, lass die Augen offen. Im Zen sagt man in dieser Meditation,
Zen-Meditation sagt man, man ist an der Schwelle zwischen innen, zwischen der Innenwelt und der Außenwelt. Das bedeutet also, mach die Augen nicht ganz zu, denn dann bist du nur innen. Schau nichts Bestimmtes an, dann bist du wieder nur außen, sondern suche dir einen Ort, einen Punkt vor dir, den du einfach dann betrachten kannst, aber auch loslassen kannst. Also kein Fokus darauf, einfach nur ein Punkt, der dir als Richtung dient. Und dann stell dir einen Timer mit einer Glocke, die dich nicht erschrickt, wenn die Zeit abgelaufen ist, und versuche hier mal 15, 20, ja, vielleicht auch 25 Minuten zu sitzen, oder du beginnst mit 10 Minuten. Und wenn Gedanken aufsteigen, dann lass du sie einfach ziehen und du konzentrierst dich vor allem auf dein Sitzen. Denn das ist das Schöne hier auch in dieser Meditation, dass du dich auf deine Haltung, auf deinen Körper konzentrierst, gar nicht darauf, was sonst noch los ist. Und dann geh hinaus in diese Welt und mach, was notwendig ist, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Im nächsten Podcast geht es auch um Erfolg. Da gibt es wieder einen Gast, eine junge Frau, und ich spreche mit ihr darum, um gesunden Erfolg, sodass unser Erfolgsstreben nicht im Burnout endet, sondern eben wirklich uns dient, um uns als erfolgreicher Mensch zu fühlen, um ein Leben zu führen, das uns eben gelingt. Bis dorthin wünsche ich dir eine tolle Woche und ich freue mich auf deine Kommentare. Alles Liebe!